Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elysia Online. Ja, mittlerweile hat sich die Sache von letztem Sonntag geklärt. Ich habe ja mein Gameplay freigelassen, sage ich mal, und ihn mir dann wieder gekauft, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Danach hatte er ja Class 30, also maximales Level, aber noch keine Werte. Nach einem Relog hat sich das aber behoben. Das heißt, ich kann ihn jetzt leveln und das werde ich jetzt auch direkt mal machen. So, ich gehe mal ins Training rein und... Oh je, was reite ich denn mal? Ich glaube, ich reite Atkins Desert in Speed Practice auf Kamen. Dann kann ich noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. So. Ja, was könnte morgen kommen? Das Team hat ja bekannt gegeben letzten Sonntag, dass sie jetzt wirklich komplett sich rein auf den Multiplayer konzentrieren. Die Einführung des Multiplayers, es ist ja schon, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber es ist wohl schon offiziell irgendwo bekannt gegeben worden, dass als erstes erstmal nur die Speedrennen reinkommen sollen. Von daher könnte ich mir eventuell vorstellen, wir drehen mal die Zeit auf Anfang zurück, als die ersten Rennen reinkamen, waren ja auch noch nicht direkt alle Strecken freigeschaltet. Es waren ja auch erstmal nur also Sheepfarm kam als erstes, dann kam einzeln Libiancos Village nach. Es kamen eben erstmal einzelne Strecken. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das mit dem Multiplayer auch erstmal so gemacht wird, um zu testen, inwieweit das Ganze überhaupt funktioniert, ob das alles fehlerfrei klappt. Dass dann, bevor der ganze Streckenkatalog, nenne ich es jetzt mal, bevor der komplett reinkommt, dass vielleicht wirklich erstmal einzelne Testrennen reinkommen, um das Ganze auszuprobieren. Das wäre tatsächlich eine Sache, die ich mir vorstellen könnte und die ich mir eventuell, ganz eventuell auch schon für morgen vorstellen könnte. Ich weiß natürlich nicht, wie weit das Team im Vorfeld schon gekommen ist mit dem Multiplayer, ob sowas denn für morgen schon möglich und denkbar wäre. Da bin ich natürlich überfragt, weil ich nicht weiß, wie viel im Hintergrund schon fertig geworden ist für den Multiplayer. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil an sich würde ich eher sagen, wenn ich zu dem Multiplayer kommt, tippe ich dann fast darauf, dass das Update ausgesetzt werden würde. Weil sie ja eben schon gesagt haben, dass sie jetzt rein komplett nur noch am Multiplayer arbeiten. Das heißt, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was uns morgen erwartet. Könnt ihr auch gerne mal eure Ideen reinschreiben in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig. Also ich würde mich freuen, wenn vielleicht schon mal Sheepfarm in Speed-Variante reinkommen würde. Vielleicht auch erstmal nur im Singleplayer-Modus. Aber das wäre cool, wenn man schon mal so ein Multiplayer-Rennen hätte. Das wäre schon mal sehr, sehr schön. Und es wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn das die vielen Erfahrungspunkte, oder was heißt vielen Erfahrungspunkte, aber wenn das eben auf dem Niveau Carrots und Erfahrungspunkte bringen würde, wie auch damals die Multiplayer-Rennen gebracht haben. Denn die haben ja viel, 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 viel mehr gebracht, selbst wenn man verloren hat, als heutzutage ein gewonnenes Rennen hier im Trainingsmodus bringt. Das wäre natürlich für uns sehr, sehr angenehm für uns alle, da wir dann das viel leichter hätten zu leveln. Und da fällt mir noch was ein, ich war jetzt darauf angesprochen worden, dass mit Erscheinen des Multiplayers alle wieder auf Level 10 zurückgesetzt werden. Ich habe da nichts von gehört, habe mich auch nochmal im Team direkt schlau gemacht. Und das ist ein Gerücht, was sich anscheinend hält, relativ hartnäckig, wo aber nichts dran ist. Also es ist jetzt nicht so, dass dann, so mach mal noch Village Lia, es ist auf Kamen. Es ist wohl nicht so, dass dann irgendwas zurückgesetzt wird. Das, was ihr euch jetzt erarbeitet habt, in wirklich harter Arbeit, ich weiß ja selber, wie schwer das ist, das bleibt euch auch erhalten. Also es ist jetzt noch nichts bekannt, dass irgendwie irgendwas zurückgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgendwie was am System sein kann, dass es nötig werden könnte, was zurückzusetzen. Das hat man ja auch ab und an schon mal in Betas. Aber ich denke nicht, dass da noch irgendwas kommt. Ansonsten wäre da bestimmt schon mal irgendwie vorgewarnt worden hier. Es könnte sein, dass, passt mal lieber auf oder hängt vielleicht nicht ganz so viel Arbeit rein. Und in der Richtung ist noch nichts irgendwie gekommen. Und wie gesagt, auf Nachfragen habe ich auch die Mitteilung bekommen, dass in dieser Richtung nichts geplant ist. Ja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ich hoffe erstmal, heute ist ja erstmal Gamescom. Wir werden jetzt nicht ganz so spät zurück sein und wieder zu Hause sein.
Von daher denke ich, dass ich morgen das Update nicht verschlafe, sondern dann schon schön fit bin und euch direkt alles berichten kann, was sich Neues tut. Ja, Viererbus haben wir geschafft, aber mehr schaffe ich noch nicht. Dafür brauche ich halt noch ein besseres Pferd. Dafür brauche ich ein Pferd, was auf Speed ausgelegt ist. Ich kann euch jetzt gerade nicht ganz genau sagen, welcher Wert das ist, auf den man bei einem Speedpferd achten muss. Ich habe das in einem anderen Video schon mal gesagt. Ich müsste jetzt aber gerade selber nochmal nachschauen. Spätestens dann, wenn ich das Pferd kaufe oder wenn vielleicht die Speedrennen dann rauskommen, werde ich euch nochmal eine kleine Einführung geben, welches Pferd ihr da am besten nehmt. Und welches Pferd ihr da am besten auch für auslevelt. Hier habe ich jetzt gerade auf der Strecke echt auf Kammen auch noch ein Problem mit meinem Class 1 Pferd, was noch überhaupt kein Level bekommen hat. Ich habe schon fast überlegt, ob ich das hier mal entsprechend dann auf den Speedwert auslege. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, ich belasse es dann dabei, dass ich mir rein dieses Speedpferd mit den hohen Werten kaufe. Aber dafür muss ich halt noch ein paar Rennen reiten. Dafür muss ich noch ein bisschen sparen. Das wäre, wie gesagt, ein weiterer Punkt, weshalb ich hoffe, dass ein erstes Multiplayer-Rennen schon reinkommt. Und dass man dann ebenso viel verdient wie normalerweise. Das würde das Ganze für viele von uns deutlich leichter machen. So, aber es hat funktioniert. Yay, Gameplay hat gut mitgekämpft. Ach ja, schön. Gut, aber ich würde sagen, das war's auch schon von der heutigen Folge Elysia Online. Lassen wir uns alle mal überraschen, was denn dann morgen auf uns wartet für ein Update. Sollte eventuell nichts kommen, dann wird auch kein Video kommen. Dann kommt vielleicht noch ein Facebook-Beitrag von mir, dass es sich verschiebt oder ausfällt, das Update. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Warten wir mal ab und harren der Dinge, die da kommen. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!